Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge Let's Play Skyrim. Wir sind hier vor diesem Höhlenausgang und jetzt werden wir sehen, was hinter ihm liegt. Wartet! Warte. Der heißt übrigens Alduin. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Na gut. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. So, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber in diesem Let's Play werde ich nur die Hauptmission spielen und vielleicht auch noch die Hauptmission der Add-ons, aber mehr nicht. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Gut, ich habe auch ein paar Mods. Aber, also, nur für den Körper. Und ein Texture Pack für Weißlauf. Und, wie man hier gleich sehen wird, deutsche Namensschilder. Ich habe aber auch noch einen Online-Mod, aber ich weiß nicht, ob ich den anspielen werde hier. Ein Skyrim Online-Mod. Seht ihr die Ruine da oben? Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich cool wohl daran. Auch die Grafik ist viel, viel besser als bei Oblivion. Und für die, die es nicht wissen, Oblivion ist der Vorgänger von Skyrim. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst! So, das gibt einmal den Liebestein, den Magierstein und den Kriegerstein. Der die Verstärkung oder Verstärkung den Lernprozess der Fertigkeiten. Ich nehme den Kriegerstein. Ein Krieger. Krieger bin. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Ruhm geleiten. So. Denkt daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlasst ihr das Reden mir, verstanden? Nein. Das Wasser, das sieht so schön aus bei Skyrim. Spiegel zwar nicht, aber trotzdem. Oh, ein Wolf. Ja, der hat die erledigt, das wollte ich machen. Naja, egal. Kommen bestimmt noch welche. Ich loot dir die ganze Zeit diese Kräuter. Ja, egal, weiter. Nur noch mehr. Das nervt euch bestimmt. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast im Flusswald. Na dann.
Wirklich? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz. Anscheinend weiß hier noch niemand, was passiert ist. Nein, bloß die Oma hier. Gerdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Sägemühle. Also bitte, Mutter. Na gut. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt so verrückt halten. Ich esse noch schnell die Zutaten oder probiere sie. So, wo ist der Herr? Dort? Okay, keine Ahnung wieso. Dann gehen wir mal zu der Gerdua, die ist. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Ralof hat gesagt, ihr könnt mir helfen. Ralof? Woher kennt ihr ihn? Er ist ein Freund. Er hat versprochen, dass ihr mir helfen Wenn könnt. Wenn ihr wirklich mit Ralof befreundet seid, helfe ich euch gerne. Aber ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Woher kennt ihr ihn? Ein Drache hat Helgen angegriffen und zerstört. Ralof und ich sind zusammen entkommen. Ein Drache? In Helgen? Das kann nicht sein. Obwohl, das würde erklären, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein. Es war ein Drache. Ralof wird es euch bestätigen. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube euch sogar. Ihr seht aus wie jemand, der gerade einen Drachen gesehen hat. Es wird immer schlimmer. Erst der Krieg, jetzt die Drachen. Was ist mit dieser Welt bloß los? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Gerdur! Ich helfe gerne. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. So, ein Dietrich. Ein Ring. Zaubertränke. Und das war's. Bruder, bei Maras Mitleid, es geht euch gut. Das ist der Bruder. Euer Freund hat mir von Helgen erzählt. Na gut, dann gehen wir noch in das Haus dieser Frau. Und dann gehen wir nach Weißlau. So, dann gucken wir mal, was hier ist. Trollfett? Salz. So, Dietriche und Geld ist immer gut. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Oh mein Gott, wieso stockert das denn so? Ein Geldbeutel, noch mehr Geld. So, aber mehr gibt's hier nicht. Oder keine interessanten Sachen. Obwohl hier Elfenohr und Esmeralden könnte ich dann nehmen. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Wird erledigt. Hier ist alles, was ihr dafür... Fangt ruhig an. Auch gar nicht mal so schlecht. So. Lehrlings... Was auch immer ihr benötigt... Hier ist der nicht Eisendolch. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Okay, ihr braucht okay. Nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Braucht ihr eine neue Klinge? Ich habe das den Eisendolch geschliffen. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Okay.
So, Leder. Leder. Lederstreifen. Ich könnte euch... Hier ist das Leder, das ihr haben wolltet. Gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Kann ich. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Pelz. Pelzhelm. So. Ja, bitte? Hier ist ein Pelzhelm. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. So, Pelzhelm verbessern. Hm? Ich habe den Pelzhelm gehärtet. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht, hm? Was habt ihr zu verkaufen? Die besten Waffen und Rüstungen. So, dann verkaufe ich wieder den Eisendolch und den Helm. So. Also gut. Und dann rauben wir den nochmal aus. Ich brauche nämlich den Stahlschild, das Stahlschild. Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schlagen. Ich glaube, für den Langbogen, das ich hier habe, den, ach mein Gott, der ist jetzt weg. So, erstmal stehlen. So. Stahlschild 26, Eisenschild 22. So. Die Stahlbahn, die Eisenbahn und verstärken unsere Waffen und unsere Rüstung. Für den Langbogen brauche ich noch Feuerholz, das holen wir uns gleich. Erst noch schnell das hier. So, ein bisschen Feuerholz noch. Das müssen wir uns selbst hacken. Dafür brauchen wir die Holzfäller-Axt, die dort vorne lag. So. Gut, mehr brauche ich nicht. Wir mal einen langen Können wir hier eine Weile runterkommen? Den anderen haben wir weg. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Und dann gehen wir jetzt nach Weißlau. Ihr könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Ganze Zutaten looten wird euch vielleicht ein bisschen nerven. Dafür entschuldige ich mich. Ein Reh. Das kriegen wir. Komm, ich will das Reh. Oder den Elch. Das ist ein Elch, mein Gott. Ja, ein Reh für mich. So, dann nehmen wir das Geweih und gehen weiter.
wieso. Aber trotzdem kaiserlicher und ein Gefangener. Oh, okay. Ich muss doch was einstellen. Gut. Befreien wir den mal schnell. Wenn ihr und los geht's. Ich werde den Boden mit eurem Blut. Ihr seid verloren. Oh, eine neue Stufe. So, wir sind jetzt Stufe 2. Verbessern. Einhändigkeit, oder wie das heißt. Also Umgang mit Einhandwaffen. So. So, ich muss noch die Sichtweiten ein bisschen einstellen, das ist mir gerade aufgefallen. Dafür entschuldige ich mich. Oh, ich glaube. Kaiserlicher Bogen ist besser, ja. Brauchen wir unseren Langbogen nicht mehr? Oh, und der Gefangene ist umgekommen. Pech. Anfänger. So. Dann gucken wir mal. Dort, das ist Weißlauf. Dort wollen wir hin. Und wir sind ja ganz anständig, wir nehmen immer den Weg. Hier machen wir einen Cut oder beziehungsweise ein Ende. Und nächstes Mal geht's hier weiter. Auf Wiedersehen.